Ein verlassener Ort mitten im Wald. Das war unsere einzige Info zu dem heute besuchten Lost Place. Wir wussten überhaupt nicht, was auf uns zukommt. Doch ich kann schon mal so viel sagen, es hat sich mehr als gelohnt. Ein wahrer Schatz, den ich sofort kaufen würde. Übrigens, ganz am Ende dieses Videos gibt es eine kleine Überraschung von unserer Hinfahrt zu diesem verlorenen Ort. Also, bleibt gerne dran. Nachdem wir das Auto an einer Waldeinmündung geparkt hatten, liefen wir los. Zuerst entdeckten wir verlassene Bahngleise einfach mitten im Wald, doch das war nicht der Ort, den wir gesucht hatten. Also, weiter geht's. Ich im Voiceover schweige erstmal jetzt ein bisschen und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video. So, moin Freunde. Wir haben unser Auto irgendwo da hinten geparkt an der Straße. Jetzt laufen wir hier so einen schönen Waldweg entlang und irgendwo, ich muss mal auf der Karte genau gucken, ist dann gleich irgendwas im Wald. Irgendein Haus, eine Hütte, ich weiß es nicht. Wir haben beide gar keine Ahnung, was da auf uns zukommt, ob da überhaupt was ist oder was es ist. Wir werden es gleich sehen und ja, viel Spaß mit diesem Video. Laut der Karte sind wir jetzt fast da. Also noch kann ich gar nichts sehen. Wir sind ja wirklich mitten im Wald. Hier ist nichts. Es ist schon so ein bisschen, naja, unbehaglich hier. Da hinten, da sehe ich irgendwas. Da hinten ist das Haus. So, jetzt sind wir angekommen. Da ist das Haus direkt vor uns. Und diese Stille hier im Wald. Jetzt gehen wir auf jeden Fall, das ist schon so ein kleiner Trampelpfad, gehen mit denen auf jeden Fall entlang und dann gucken wir mal, was das so ist. Boah, diese Stille, die, nee. Was ist das denn? Also ich hätte ja alles erwartet. Von winziger Hütte bis kleine Hütte. Aber what? So ein Haus? Also. Okay. Dann gehen wir mal rein und gucken, weil hier wurde schon alles aufgebrochen. Nochmal an der Stelle ein kurzer Reminder an jeden. Bitte brecht Orte nicht auf, wenn sie schon offen sind. Okay. Ist zwar auch nicht richtig, aber so. Bitte lasst alles, wie es ist. Brecht nichts auf. Das machen wir auch nicht. Jetzt geht's weiter. Jetzt gehen wir mal da rein. Ist ja alles noch da. Ah, nee, als ob man es das denn. So. Ich habe irgendwie nur zwei rechte Handschuhe eingepackt, aber ich brauche meine rechte Hand fürs Filmen. Das kann ich irgendwie besser mit rechts, deswegen nicht wundern. Ich habe jetzt hier den rechten Handschuh an der linken Hand. Sieht sehr komisch aus. So, dann auf geht's. Kennt sich hier irgendjemand aus und weiß, von wann dieses Ariel-Design ist? Also wir vermuten so 50er, 60er, aber wenn es jemand weiß, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Das hat schon bessere Zeiten gesehen. Auch hier hinten, die ganze Werkbank, alles ist noch da. Es wurde zwar alles, naja, ein bisschen durchwühlt von irgendjemandem, aber im Prinzip auch, was ist das? Okay. Steht hier wirklich alles noch da? Es wurde also nichts mitgenommen. Ich finde das so faszinierend hier. Wow. Auch da hinten.
Noch irgendwelche, was ist das? Ein Vorhang, eine Jacke? Ich will es jetzt nicht da rausfriemeln. Aber auch hier so ein Klappbett, glaube ich. Hammer, wirklich Hammer. Ja, es ist natürlich schade, dass es hier aufgebrochen wurde, aber ja, da muss man jetzt einfach mal das akzeptieren. Man muss es positiv sehen, sonst würden wir das alles nicht sehen gerade. Genau. Oh, was ist denn da unten? Ah, oh, das ist doch hier von Schwartau irgendwas. Ich wollte gerade schon irgendwie gucken, was das ist, aber leider ohne Datum und sonstige Sachen. Boah. Hier noch ein alter Uhu-Kleber aus einer ganz anderen Zeit. Kann man hier irgendwas entziffern? Nee, ne? Da wird ja wohl kaum ein Datum draufstehen. Aber von wann ist das? Also kennt sich hier irgendjemand mit Marken und alten Designs aus? Das wäre mal richtig interessant. Der kraftvolle Holzleim. Ich finde das. Wow. Nee, ich bin leicht sprachlos gerade. Nur mal so als Anmerkung, ich laufe die ganze Zeit komplett geduckt, weil dieser Raum ist gefühlt nur 1,50 hoch und ich mit meinen 2 Metern. Es ist anstrengend, deswegen gehen wir jetzt mal weiter. Vorbei an diesen wunderschönen Fliesen hier. Genau, gehen wir jetzt mal gucken, ob man noch irgendwie nach oben kommt, weil oben ist ja noch, muss ja noch mehr sein. Also die Wohnung oder irgendwas. Also mal gucken. Weiter geht's und erstmal jetzt gerade stehen hier. Oh. Weiter geht's, den Urbex-Trampelpfad entlang. Hier liegt schon ganz viel Glas, das kommt von da oben, weil, naja, die Fenster irgendwie auf mysteriöse Weise kaputt gegangen sind. Ja. Ach, und da oben, da ist sogar ein Vogelhaus noch von damals, wo das hier noch irgendwie aktiv war. Was kommt jetzt um die Ecke? Hier ist anscheinend noch was offen. Boah, Spinnenweben. Oh, guck mal hier. Da ist ja sogar, wow, da geht's gleich weiter und da ist sogar die Tür auf. So, mal meine Tasche abgesetzt. Ich habe meinen persönlichen Butler mit dabei. Und jetzt geht's hier rein in den anderen Teil im Untergeschoss sozusagen. Also auch hier die Tür wurde, naja, mehr oder weniger gewaltsam geöffnet. Und jetzt gucken wir mal, was hier so sich verbirgt. Oh Gott. Sehr elegant. Okay, hier ist auch wieder die Deckenhöhe auf gefühlt 1,40. Aber auch hier ist alles noch da. Alles sehr verwühlt, verwüstet, wie auch immer. Wow, hier liegt ein altes Fahrrad. Auch hier bitte wieder, wenn jemand was weiß, was für ein Modell, welches Jahr, schreibt einfach alles in die Kommentare. Alles, was ihr euch denkt, ihr wisst, alles. Also ich muss schon sagen, hier riecht es richtig, richtig übel drin. Ich weiß nicht nach was, aber jedenfalls nicht angenehm. Okay, auf diesem blauen Schild da hinten ist eine Adresse drauf. Das werde ich natürlich nicht zeigen. Anscheinend mal von dem ehemaligen Besitzer hier. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal alles zu Hause googeln dann. Weiter geht's hier. An diesem wunderschönen Vorhang. Also das muss anscheinend auch mal hier so zum Wohnen gedacht gewesen sein. Also nicht nur als Abstellraum, sondern vermutlich auch hier. Also ich weiß es nicht, was das hier ist. Oh, ich bin komplett geschwitzt gerade hier. Also ich finde es richtig spannend. Der Ort, er hat was. Er hat wirklich was. Und was jetzt noch meine Frage ist, was war das mal? War das so ein Wochenendhaus? Oder hat hier wirklich jemand gewohnt? War das so ein Jagdding vom Jäger, ein Forsthaus? Weil ihr müsst wissen, es ist wirklich mitten im Wald, hier ist nichts weit und breit. Einfach gar nichts ist hier. Da kommt der Geruch her. Seht ihr das? Okay, also was ich hier alles einatme gerade, ich will's glaub gar nicht so genau wissen. Der Ort gefällt mir. Nur ich muss hier raus. Nee. Es ist so drückend warm hier drin, obwohl es ja heute an dem Tag, wo wir das hier aufnehmen und besuchen,
nicht so drückend heiß ist. Boah, diese Stühle, wow. So viele Details hier, ich lieb's. So, jetzt gehen wir weiter. Und zwar hier wieder so schön rausgequetscht. Oh, oh, was ist das? Ja gut, die ist von vor paar Monaten. Sieht man das überhaupt? Ja, 2022 im Juni. Ach, Leute. So, und jetzt geht's weiter. Hier in den Wohnteil wahrscheinlich. So, jetzt geht's weiter hier. Ich stehe schon halb im Eingang drin. Ja, hier ist übrigens die Türhöhe. Die ist irgendwie deutlich höher als das andere. Die hat vielleicht so 1,90 oder so. Wenn man hier reinkommt, natürlich wieder geduckt laufen, ist hier eine Treppe. Da gehen wir auch gleich nach oben, aber noch nicht. Erstmal hier in den linken Teil sozusagen. Und hier ist wieder die Deckenhöhe wirklich. Naja, die hängt mir so im Hals drin, so auf Brusthöhe. Sehr wild. Genau, hier hängen so ein Kleiderbügel und andere Utensilien. Und dann. Klar gibt es ja auch Müll von irgendwelchen Saufpartys, die da hinten, irgend so eine Fassbrause. Das kann man ja ignorieren. Aber was ganz spannend ist, hier liegt eine Zeitung. Und von wann ist die? Mord in der. Nee, Quatsch. Oh, da oben ist echt ein Datum. 1970. Wow. Ob das schon seitdem verlassen ist? Was meint ihr? Also ich kann es noch nicht ganz einschätzen, aber ich könnte ja gerne mal so ein bisschen mitfiebern und mitraten. Hier noch ein schöner Stuhl in der Ecke. Sieht auch irgendwie cool aus, als Fotomotiv so. Ich wäre jetzt fast nach oben gelaufen. Tonnen, habe ich da hinten noch so einen Raum gesehen, den habe ich irgendwie gar nicht wahrgenommen eben. Hinter so einem richtig schönen Vorhang. Die Decke wird gefühlt immer niedriger hier und hier ist einfach nichts drin, also hä? Ja, komplett leer, bis auf einen Tisch oder so. Okay, ach, diese Tapete, süß. Ich muss hier echt sehr geduckt laufen. Oh, mein Rücken. Okay, auf geht's. Ach, übrigens, ich habe den Rest vom Regenschirm gefunden. Hier. Diese Treppe nach oben, aber die hält noch gut. Die Decke ist wieder nur auf, naja, sagen wir. 1,70, 1,80, irgendwie sowas. Ich bin geflasht. Wo fange ich an? Also es fällt auf jeden Fall auf, dass hier alles voll Zeitungen liegt und Magazinen und sonstigen Zeugs. Ich kann ja mal so ein paar Daten durchgucken, was man hier so findet. Hier ist anscheinend keine Jahreszahl, aber ich gucke mal so ein bisschen weiter. Was ist mit der hier? Ah ja, hier. 1980. Das nächste Datum von irgendeiner Crew hier. 2005. Also muss es schon mindestens 2005 verlassen gewesen sein. Also die jüngste Zeitung hier, die ich bisher finden konnte, ist von 1981. Okay, ich korrigiere mich. Hier ist noch eins von 84. Okay, nochmal Update. Hier ist eine von 1986. Da steht's. Also wir haben beide eben schon so ein bisschen diskutiert und diese Sessel, wow, also wir würden die am liebsten direkt mitnehmen. Nein, keine Sorge, wir machen das nicht. Aber was ein Traum. Die sieht eigentlich noch voll fresh aus. So, wir haben jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen was umgebaut sozusagen. Das Fenster lässt sich sogar noch öffnen. Das sieht richtig schön aus. Genau, ein bisschen Durchzug hier. Wobei ist ja eh alles offen. Also. Aber ganz ehrlich, dieses Haus, wenn man sich das ein bisschen schöner herrichten würde, so ein bisschen aufräumt. Also wenn ich hier in der Nähe wohnen würde, das tun wir beide nicht. Aber wenn ich hier irgendwie in so einem Dorf in der Nähe wohnen würde, das sieht immer noch komisch aus mit der Hand, ich gebe es zu, dann wäre das hier mein Place. Also hier wäre ich wirklich oft zum Chillen, einfach nur gute Zeit haben. Love it. Da hinten bin ich sogar im Spiegel zu sehen. Weiter geht's von den Sesseln und dem Wischmopp an dem Spiegel vorbei, hier in den nächsten Raum. Es hört nicht auf vor Räumen. Und
Hier, okay. Ist auch noch einiges da. Überraschung. Hier dieser schöne Schrank, diese Kommode mit dieser Flasche darauf. Und da hinten dieser Hut an der Wand. Ich fasse es nicht. Genau, hier geht's weiter. Gibt's hier ein Datum? Tatsächlich hier. Von 1987 am Sonnabend, den 27. Juni. Okay, und hier ist noch was von 81 auf dem Herz da hinten. Aber ich glaube bisher, wenn ich mich nicht täusche, ist 1987 das neueste Datum. Wenn man jetzt mal die Schmiererei da hinten an der Wand von 2005 nicht mitzählt. Ui, das sind sogar Gaslampen. Also gab es hier anscheinend gar keinen Strom? Ich stelle mir gerade so vor, wie hier wirklich 1981 alle zusammenkamen an Ostern oder so. Oder um Ostern herum und hier einfach gefeiert haben. Hier mit so leckeren, was ist das? Marzipanpralinen. Lübecker Herzen, ah ja. Also ich kann mir hier schon gut vorstellen, wie alle hier so harmonisch zusammensaßen, so mitten im Wald, einfach so voll die Ruhe gehabt haben hier. Einfach eine gute Zeit hatten. Ey, was ein Traum. Hier ist noch ein Raum, aber erstmal gucken wir hier hinten. Wow. Hier ist ja noch mehr zurückgelassen. Hier auf dem Tisch wieder eine richtig schöne Retro-Verpackung. Neu, Priel. Für Priel-weiches Wasser. Also auch hier bitte wieder, wenn ihr wisst, aus welcher Zeit das ist, dann ja, tell me in the comments. Genau, hier die nächste Zeitung, 1983. Okay, also anscheinend ist 87 immer noch der neueste Schrei hier. Also ich glaube, die hier sind neuer, weil die lagen da auch schon irgendwie unten und da am Boden. Also die kann man ignorieren, die aktuell. Aber diese ganzen Tücher und so, ist wie so eine andere Welt hier. Oh, und da hinten ist noch mehr. Also hier ist wirklich viel zurückgelassen worden. Ich glaub's ja nicht. Weiter geht's neben dem Tisch und dem schönen Küchentuch hier weiter entlang. Haben wir da unten eine Luke entdeckt. Und diese Luke haben wir unten in dem ersten Raum mit dem Ariel-Waschmittel auch gesehen. Das heißt, da unten ist der andere Raum. Und ich muss echt sagen, diese Decke, also der Boden, wo ich gerade hier drauf stehe, der ist echt nicht dick und uiuiui, aber es wirkt noch ziemlich stabil alles, also alles gut. Oh, was ist das denn? Ein Augenbart. Ich wurde eben aufgeklärt, es ist eigentlich quasi, naja, wenn man was ins Auge bekommt, sozusagen eine Augenspülung. Ja. Habe ich nicht gekannt, aber man hätte immer was dazu. Ja, hier hinten liegt noch irgendeine Tüte, die wahrscheinlich. Oh, ist auch schon älter. 3D-Mark. Selbst sowas ist hier noch da. Cool. Und dann noch weitere Kleinigkeiten hier. Oh Gott, die Luke. Also da drauf stellen ist nicht so schlau. Ja, ansonsten ist nicht mehr so viel hier in diesem Raum. Noch ein paar Verewigungen. Das Fenster, was noch zu ist. Und da hinten sieht irgendwie aus wie so ein Mülleimer. Und ja, genau. Dann, ach, hier ist noch ein Raum. Dieses Haus wirkt zwar von außen auch schon irgendwie groß, aber wenn man jetzt hier drin unterwegs ist, durch die verschiedenen Räume, wirkt das Gefühl doppelt so groß. Also gerade hier oben. Ja, oh Gott, der Boden. Ohoho. Also hier ist es ein bisschen wackeliger. Hier ein weiterer Kleiderbügel an einem Kleiderhaken. Ein schöner Schrank, der Stuhl. Also die Stühle sehen echt gut aus. Die würden wir echt gern mitnehmen, aber. Hier ein schönes Pferdeposter aus der bunten. Senden Sie diese Karte noch heute ab. Ja, wurde wohl nie abgeschickt. Und diese Gardinen und Vorhänge hier überall. Und diese kleinen Details immer auf den Schränken. Also es wurde hier wirklich, wirklich liebevoll eingerichtet. Man kann sich hier wirklich gut vorstellen, wie Leute mal hier so gewohnt gelebt haben. Ob es dauerhaft war oder nur vorübergehend, ist ja egal. Aber es ist echt. Ach, es wirkt sehr, sehr herzlich hier. So, jetzt geht es hier noch in den letzten Raum hier oben. Ja, es gibt noch einen Raum tatsächlich, den ich schon versprochen hatte am Anfang.
So, mal zur Orientierung für euch. Da hinten ist die Treppe, wo wir hochkamen. Da ist halt dieser Raum mit den ganzen Zeitungen. Da sind die beiden Sessel. Und dann hier ist dieser eine Tisch. Da hinten ist der andere Tisch. Und dann da um die Ecke rechts noch diese anderen Werbezeitschriften. Ja, also das Haus ist wirklich groß. Auch. Ich habe irgendwas gehört draußen. Als wäre da irgendwie jemand. Der Eigentümer wird es wohl nicht sein. Ja, hier liegt noch ein Kissen, ein bisschen Scherben, noch ein Stuhl, aber der Raum ist ziemlich leer. Aber wir haben, glaube ich, draußen jetzt noch irgendwas gesehen. So ein kleines Nebengebäude. Da gucken wir jetzt auf jeden Fall gleich mal nach. Dann sehen wir uns gleich unten draußen wieder. Es hat mittlerweile angefangen zu regnen, wie man vielleicht hört und sieht. Also ein paar Tropfen kommen. Gucken jetzt mal weiter, weil da hinten ist so ein kleines Mini-Häuschen direkt daneben. Der Regen wird stärker. Oh oh. Es wirkt wie so ein kleines Klohäuschen. Mal gucken, was es wirklich ist. Ja, tatsächlich. Ich fasse es nicht. Okay, also da unten ist so wie so ein gegrabenes Loch und dann kannst du hier dir eine Pause gönnen. Ja, aber cool und nicht mehr so ganz stabil anscheinend. Jetzt hier neben dem Haus und dem Klohäuschen da hinten und hier noch diesen zwei verfallenen Hochsitzen ist da hinten dran, Moment, ist hier hinten dran noch so ein abgesperrter Bereich. Also auch von damals auch schon alles eingefallen, wie man hier sieht. Und das ist meines Wissens nach ja immer so ein Bereich im Wald, wo neue Bäume gepflanzt werden, die halt dann vor Wildtieren durch den Zaun beschützt wurden oder beschützt worden werden, wie auch immer. Wenn man jetzt hier so guckt, die Bäume, wie groß die schon teilweise sind in diesem Bereich, dann kann man daraus, glaube ich, auch schließen, dass dieses Haus, dieses Grundstück hier schon ein paar Jahre verlassen ist. Ja, dann schon mal soweit. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich fand diesen Ort wirklich traumhaft. Die Erkundung hat richtig Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Wenn ja, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Folgt mir gerne hier auf YouTube, auf Insta, auf TikTok, überall. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Video bei einem Lost Place oder anderen Aktivitäten und Reisen. Genau. Macht's gut. Ciao. 'Noch eine kleine Anmerkung. Uns ist aufgefallen, dass dieser Baum dort hier nicht in den Wald reinpasst, weil der irgendwie anders aussieht. Und jetzt haben wir so ein bisschen überlegt, wann die Hütte gebaut worden sein könnte. 1930, 40, 50, 60, wir wissen es nicht. Und dann so von der Höhe des Baumes, von der Jahresanzahl könnte es hinpassen. Und sich jetzt zu überlegen, dass dieser Baum damals vielleicht von den ehemaligen Besitzern, Bewohnern von der Hütte, die da hinten zu sehen ist, noch von denen vielleicht zum Start von der Hütte so am Anfang gepflanzt wurde. Jetzt ist er einfach so groß. Wenn man sich das mal so ein bisschen überlegt, irgendwie ist es ein schöner, aber auch komischer Gedanke. Ich weiß es nicht.
Ja, so viel einfach dazu. Genau, danke fürs Zugucken. Und jetzt bis zum nächsten Video. Stopp, jetzt noch wie versprochen die kleine Überraschung. Und zwar ein kleiner musikalischer Einblick in unsere Autofahrt zu diesem Ort hin. Viel Spaß mit unseren Engelsstimmen. Child man's at the blinking.